Südafrika. Der schönste Platz auf Erden. So sprach schon Nelson Mandela über sein Heimatland. Südafrika liegt an der Südspitze des afrikanischen Kontinents, umgeben von zwei Weltmeeren, dem kalten Atlantik im Westen und dem warmen Indischen Ozean im Osten. Im südwestlichsten Teil Südafrikas liegt die Kapprovinz und ohne Zweifel eine der schönsten Städte der Welt, Kapstadt. Eine Stadt wie keine andere, lebendig und gelassen zugleich, eine Mischung aus Afrika, Europa, Karibik und Kalifornien. Die Lage von Südafrikas Mutterstadt ist einmalig. Am Fuße des mächtigen Tafelbergs, inmitten eines Nationalparks gelegen und umgeben von Atlantik mit herrlichen, ausgedehnten Sandstränden. Direkt am Sunset Beach befindet sich die erste Unterkunft der 15-tägigen Rundreise. Das gemütlich und elegant eingerichtete Gästehaus bietet mit Pool und Sonnenterrasse wunderschöne Zimmer mit Blick auf den Atlantik und die Skyline von Kapstadt. Mit einer Gondel, die sich während der Fahrt um sich selbst dreht und somit eine 360-Grad-Panorama-Aussicht bietet, geht es hinauf zum bekanntesten Wahrzeichen Südafrikas, dem Tafelberg. Das oben abgeflachte Sandsteinmassiv ragt knapp 1100 Meter über die Stadt und hat eine Länge von 3 Kilometern. Knapp 1500 verschiedene Pflanzenarten wachsen auf diesem Berg, mehr als in ganz Großbritannien. Auf einem Rundwanderweg und zahlreichen Aussichtspunkten kann man die herrliche Aussicht auf Kapstadt und die Umgebung genießen. Rund um Kapstadt befinden sich die großen Cape Flats, die Wohngebiete der Coloureds und Schwarzen. Eine Tour in die traditionellen Townships ist eine Exkursion von der ersten in die dritte Welt. Hier trifft man verschiedenste Menschen aller Kulturen und erfährt Wissenswertes und Erstaunliches über das Leben der hier ansässigen Menschen. Ein erfahrener Reiseleiter, der selbst in den Townships aufgewachsen ist, begleitet diesen Besuch der anderen Seite Südafrikas. Hier an der Wand, wo drauf steht, was getan wird. Also um 7 Uhr ist Ankunft, um 7.40 Uhr wird gebetet und Gedichte aufgesagt, dann Toilette und Hände waschen, dann Frühstück. And she's imparting the knowledge to other people. So, in spite of conditions here, people are very positive about life. Kapstadts Hafenviertel befindet sich das weltberühmte Two Oceans Aquarium. Begehbare Glastunnel vermitteln dem Besucher den Eindruck eines Tauchers beim Erforschen der Unterwasserwelt der Kapküste. Auf 4000 Quadratmeter sind rund 3000 Meeresbewohner aus dem Indischen und Atlantischen Ozean zu bewundern. Von Seepferdchen über farbenfrohe kleine und große Fische bis hin zu Pinguinen. Die Kleinen unter uns können im Touchpool Meeresgetier mit der Hand ertasten oder mit einem Mikroskop beobachten. Rund um die historischen Hafenbecken von Kapstadt liegt heute die berühmte Flaniermeile der Victoria und Alfred Waterfront.
Das vollkommen restaurierte Werftviertel mit seinen zahlreichen Geschäften, Theatern, Cafés und Restaurants lädt zum Bummeln und Entspannen ein. Zurück im gemütlichen Gästehaus am Sunset Beach kann man den Tag mit einem ruhigen Spaziergang am Strand und in den Dünen ausklingen lassen. Die Abendsonne wird ganz dem Namen des Ortes gerecht und taucht den Strand in einen goldenen Schimmer. Weiter geht es auf der Kapep-Insel in Richtung Süden zum Cape Point Natural Reserve. Auf dem Weg dorthin kommt man am 160 Meter hohen Aussichtspunkt Chapman's Peak vorbei. Von hier aus bietet sich ein fantastischer Blick über die Haut Bay mit dem gleichnamigen Ort bis hin zum 300 Meter hohen Berg Sentinel. Über die legendäre und wohl spektakulärste Küstenstraße der Welt, dem Chapman's Peak Drive, kommt man anschließend zum Cape Point, der südlichsten Spitze der Kapap-Insel. Zu Fuß über eine Treppe aus Naturstein mit über 125 Treppenstufen geht es die letzten steilen Meter hinauf zum höchsten Punkt. Aus einer Höhe von 230 Meter über dem Meeresspiegel bietet sich eine grandiose Aussicht über die False Bay. Als Aussichtspunkt dient das Fundament des 1857 erbauten alten Leuchtturms. Das windige und oft stürmische Kap mit seinen straffen Felsen steckt voller Legenden, wie die vom fliegenden Holländer. Sein Schiff verschwand im Jahre 1680 spurlos, als er versuchte, das Kap der Guten Hoffnung bei rauer See zu umrunden. Seitdem spukt dieses Schiff mit zerrissenen Segeln und zerborstenem Mast am Kap umher. Über einen wunderschönen Wanderweg durch die Feinbossvegetation gelangt man nach knapp einer Stunde zum historischen Kap der Guten Hoffnung. Entlang dieser Strecke lassen sich mit etwas Glück einige wild lebende Tiere beobachten oder man genießt einfach die atemberaubende Küste. Thank you.
Von hier aus geht es weiter Richtung Norden nach Simonstown. Dieser elegante, im viktorianischen Stil erbaute Küstenort hat eine enge Verbindung zur Marine. Sein Gründer und Namensgeber war im Jahre 1687 der tatkräftige Kapgouverneur Simon van der Steen. Einer der schönsten Strände des Ortes trägt den Namen seiner zahlreichen runden Granitfelsen, Boulders Beach. Er bietet einen weiteren Höhepunkt dieser Reise. Afrikanische Brillenpinguine leben hier in einer großen Kolonie. Diese putzigen Vögel verhalten sich Menschen gegenüber durchaus zutraulich. Kein bisschen schüchtern watscheln sie am Strand herum und man kann sogar mit ihnen schwimmen. In der Vorstellung der meisten Menschen leben Pinguine in vorwiegend frostigen Regionen, deren Heimat die Antarktis ist. Jedoch in Wirklichkeit leben mehrere der 17 Pinguinarten deutlich außerhalb der antarktischen Zone. Bis hin zur Äquatornähe auf Galapagos lassen sich die Tiere finden. Der afrikanische Brillenpinguin wurde 1497 während einer Expedition Vasco da Gamas entdeckt. Brillenpinguine sind im Wasser wie auf Land sehr gesellige Tiere. Sie jagen ihre Nahrung in Gruppen und brüten auch zusammen. Und Paare, die sich einmal gefunden haben, bleiben oft ihr ganzes Leben zusammen. Der nächste Anlaufpunkt der Reise liegt weiter in Richtung Osten. Die sogenannte Overbergregion beginnt jenseits einer großen Bergkette, die in der heutigen Zeit problemlos durch den spektakulären Sir Loris Pass zu erreichen ist. Bekannt wurde diese Region durch eine Vielzahl von Badeorten und malerischen Fischerdörfern. Bei einem Zwischenstopp ist es nicht selten, dass man neugierigen Kap-Pavianen begegnet. Eine Besonderheit der dort lebenden Paviane ist ihre Nahrung, die neben Pflanzen und Insekten auch Muscheln und Krustentiere beinhaltet. Gefüttert werden sollten diese zutraulichen Tiere jedoch auf keinen Fall. Ihre Zähne sind lang und messerscharf. Der prominenteste Ort dieser Küste ist Hermanus, die Walhauptstadt der Welt. Er zählt zu den ältesten Seebädern Südafrikas. 1830 gegründet, direkt an der Walker Bay, kann man in den Monaten Juli bis Dezember die sich dort tummelnden südlichen Glattwale mit etwas Glück vom Ufer aus beobachten. Wenige Minuten vom lebendigen Zentrum des kleinen Fischerortes befindet sich dieses gemütliche Gästehaus. Die Eberlon Guest Lodge ist sehr geschmackvoll eingerichtet und bietet von den Zimmern aus einen atemberaubenden Blick auf die Walker Bay.
helle, freundliche Zimmer und eine exquisite Küche machen den Aufenthalt zu einem Genuss. Neben Walen lassen sich hier an der Küste von Guns Bay noch andere, erheblich gefährlichere Meeresbewohner hautnah erleben. Weiße Haie. Wenn irgendjemand noch eine Jacke braucht, dann vor Südafrikas Küste leben mehr weiße Haie als an jeder anderen Küste der Welt. Ursache dafür sind unterschiedlich warme Strömungen und eine ausgedehnte Pelzrobbenkolonie auf Giza Island. Ein Paradies für Meeresräuber. Auf einer 5- bis 6-stündigen Bootstour geht es zusammen mit erfahrenem Meeresbiologen auf das offene Meer hinaus. Circa 20 Minuten erreicht man den Bereich zwischen Daya und Giza Island. In dieser sogenannten Shark Alley wimmelt es nur so von riesigen weißen Haien. Und an kaum einem anderen Ort auf der Welt lassen sich die Räuber besser beobachten. Mein Name ist Leon, I'm the diving instructor and second skipper Anthony Samuel. He's the right at the back there on the platform. Okay, Leon ist hier der Tauchlehrer an Bord. Yeah, and Anthony Skipper. Right, and then Lalo, somewhere around, right at the back there, is the videographer for the day. Okay. Right, then as far as the sharks concerned, we've seen a few sharks, so if they want to get ready to go into the cage, they're welcome to do so. That, is this one? Yeah. Sie haben heute schon einige gesehen, also die Taucher können sich fertig machen und dann schon mal in den Käfig springen. Durch einen Köder angelockt, kreisen die von Natur aus neugierigen Haie oft schon nach wenigen Minuten um das Boot. Meistens sieht man die große Dreiecksflosse durch das Wasser schneiden. Mutige steigen mit Schnorchel und Neoprenanzug ausgestattet in einen stabilen Spezialkäfig, der im Meer versenkt wird. Unter Wasser lässt sich das Schauspiel noch intensiver erleben. Der weiße Hai live.
Nach einer atemberaubenden Erfahrung unter Wasser geht es auf dem Rückweg vorbei an Geyser Island. Hier auf den Felsen leben ca. 60.000 Pelzrobben. Beide Inseln, Geyser und Dyer Island, stehen unter Schutz der Naturschutzbehörde der Kapprovinz. Solange sich die Jungtiere in der Nähe der Felsen aufhalten oder in der starken Brandung spielen, können ihnen die weißen Haie nicht gefährlich werden, denn diese sind anatomisch nicht in der Lage, gegen starke Brandungswellen anzukommen. Anschließend und voll aufregender Eindrücke geht es zurück nach Hermanus. Hier in Hermanus kann man den Tag mit einem entspannenden Spaziergang entlang dem Klippenpfad ausklingen lassen. 15 Kilometer lang schmiegt sich der Pfad mit seinen herrlichen Aussichtspunkten entlang der Küste. Und regelmäßig entdeckt man zwischen Juli und Dezember sogar einige Wale in der Bucht. Die nächste Etappe der Reise führt weiter in Richtung Süden, zum Kap Agulhas, dem südlichsten Ende des afrikanischen Kontinents. In Arniston, einem kleinen Fischerdorf unweit vom Kap Agulhas, befindet sich die sagenumwobene Wagenhaushöhle, eine große Grotte in den Klippen, die durch ihre Größe in der Lage ist, mehrere Ochsenwagen aufzunehmen und die man nur bei Ebbe durch eine kleine runde Öffnung erreicht. Hier am Kap Agulhas und nicht am Kap der Guten Hoffnung treffen die beiden Weltmeere aufeinander, der Indische und der Atlantische Ozean. Der 1848 erbaute Leuchtturm ist dem von Pharos außerhalb von Alexandria im alten Ägypten nachempfunden, der zu den sieben Weltwundern gehörte. Die Wissenschaftler haben sich darauf geeinigt, dass die Ozeane sich hier treffen. Und man sagt also, hier ist der Atlantik, hier ist der Indische Ozean. Und das ist tatsächlich der südlichste Punkt des afrikanischen Kontinents. Das lässt sich nicht bestreiten. Mit einst einer Leuchtkraft von 4500 Kerzen und der heutigen Intensität von knapp 12 Millionen schien er im Laufe der letzten 150 Jahre immer heller und wies somit den Schiffen den richtigen Weg um das berüchtigte windumtoste Nadelkap. Entlang der mächtigen 1600 Meter hohen Bergkette, der Langeberg und Outeniqua Mountains, geht es weiter in Richtung Osten über Mossel Bay auf der Garden Route bis nach Neisner.
Zahlreiche Nationalparks befinden sich auf dieser wunderschönen Strecke. So auch die Bodleias-Kopffarm. Auf einer mehrstündigen Safari bekommt man die Gelegenheit, die großen Tiere Afrikas aus nächster Nähe zu beobachten. Nashörner, Löwen, Giraffen, Wasserböcke, Antilopen und das seltene schwarze Impala kann man hier finden. Plettenberg Bay geht es noch ein letztes Mal aufs offene Meer, um die sanften Riesen der Ozeane zu bewundern. Okay, folks. Everybody again, good morning. Hello. My name is Nino. So our skipper is going to be Lloyd. Folks, what's going to happen now is you're going to be walking down to the boats. It's an actually 22-seater boat. Mit einem erfahrenen Kapitän und einem Meeresbiologen geht es entlang der wunderschönen Küste zu den Lieblingsplätzen der südlichen Glattwale, auch Southern Right Whale genannt. Schon nach kurzer Zeit werden erste typische Blasfontänen gesichtet. Der Motor wird abgestellt und nun heißt es warten. Zwischen Juni und Oktober kommen die Wale zur Paarung aus ihren planktonreichen, eiskalten Antarktisgewässern in die subtropischen Regionen. Die seichten Küstengewässer Südafrikas eignen sich dafür hervorragend. Während der Paarung versucht das Männchen, das Weibchen auf den Rücken zu drehen. Und mit etwas Glück kann man dann den weißen Bauch der Wale erspähen. Thank you.
Cape Seal gibt es noch einmal die Möglichkeit, viel Wissenswertes über Robben und ihre Kolonien zu erfahren. Allein diese verspielten und flinken Tiere im Wasser zu beobachten, ist ein unvergessliches Erlebnis. Im Laufe der Generationen hat sich diese Robbenkolonie an das Erklimmen der steilen Felsküste angepasst und ist somit in sicherer Höhe vor den Räubern der Meere. Cape Seal bildet die Spitze einer wunderschönen 4 Kilometer langen Halbinsel, auf der sich das Roberg Nature Reserve befindet. Mit einer letzten Wanderung durch Dünen und Küstenfeinboss entlang der schroffen Felsenküste endet diese atemberaubende Reise. Südafrika ist eines der schönsten und zugleich spannendsten Länder der Welt. So weit und ungezähmt und mit einer Naturschönheit, die auf dem afrikanischen Kontinent ihresgleichen sucht. Ein Land der Wiederkehrer. Denn wer es einmal erlebt hat, wird für ewig ein Teil dessen in sich tragen.